Grüß dich. Ja, nur mehr ein paar Tage und 2023 ist wieder Geschichte. Ja, und dann kommt ja wieder Silvester, 1. Jänner und dann kommen wieder die Neujahrsvorsätze. Ja, ich weiß nicht, wie viel Vorsätze du in diesem Jahr umgesetzt hast, aber wie die Statistik hier zeigt, nur die wenigsten, sage ich mal, maximal 5 bis 6% der Neujahrsvorsätze wird umgesetzt. Ja, warum ist es so? Es sind einfach unsere Gewohnheiten. Ja, wir sind Gewohnheitstiere und es ist halt einfach immer wieder für jeden eine Herausforderung, eine schlechte Gewohnheit abzulegen und aus einer schlechten Gewohnheit dann eine mit einer guten Gewohnheit zu ersetzen. Ja, und das ist, sage ich mal, immer wieder im 1. Jänner, man nimmt sich's vor, man ist einige Zeit motiviert, aber es wird dann immer wieder weniger. Das ist also auch so ähnlich, wenn man ein Seminar besucht oder ein Buch liest und man hat dann Vorsätze und dann Anfang noch in einem Seminar ist man sehr, sehr begeistert, setzt es um, aber es wird dann immer wieder weniger. Ja, das ist, liegt in der Natur des Menschen, dass man einfach immer wieder in seine alten Gewohnheiten verfällt. Ja, wie kannst du das besser machen im neuen Jahr in 2024? Da ist mein spezieller Tipp, dass du einfach einmal in Ruhe hinsetzt und dass du einfach deine Ziele formulierst, auf Papier bringst und dann eben abarbeitest. Ja, und aus meiner Erfahrung, wer schafft es? Meistens schaffen das nur Menschen, die wirklich sehr, sehr konsequent sind oder die sich, sage ich mal, einen Coach nehmen, der sie immer wieder erinnert, immer wieder kurze Inputs gibt, das und immer wieder rückfragt, dass du auch das umsetzt, was du mit dir selbst vereinbarst oder was du eben mit deinem Trainer, mit deinem Coach gemeinsam vereinbarst. Ja, nimm dir immer wieder Zeit für dich selbst. Das ist auch immer wieder meine Empfehlung. Bring es zu Papier. So wie es einfach, wenn du in einer Firma arbeitest, ist es ganz normal, dass man seine Ziele formuliert und dass man schaut, dass man diese Ziele auch erreicht. Und mach das auch in deinem privaten Bereich so, dass du einfach sagst, so in diesem Jahr zum Beispiel, ich sage immer wieder bei meinen Klienten, was möchtest du, was sparst du auf für später, wenn du mal mehr Zeit hast? Einfach schnell antworten, das kannst du jetzt auch machen. Und ja, wenn dir dann einfällt, zum Beispiel, ich würde einfach dann mehr wandern, dann schreib dir einfach auf Wandern und nimm dir dann zumindest einmal in der Woche mal eine Zeit, wo du wirklich rausgehst in die Natur und auch einmal am Tag, dass du einfach eine halbe Stunde für dich einplanst. Ja, wirklich, so also ganz bewusst nur eine halbe Stunde, dass du etwas machst, was dir einfach richtig viel Freude macht. Ja, das ist, sage ich mal, mein Tipp für deinen Neujahrsvorsatz. Und ja, ich kann da nur empfehlen, wenn du gewisse Ziele umsetzen möchtest, dein Leben verändern möchtest, in eine andere Richtung lenken möchtest, dann nimm auch wirklich einen Coach in Anspruch. Wenn ich das sein darf, würde ich mich natürlich freuen. Ich bin überzeugt, dass das das bestinvestierteste Geld ist, weil du endlich dann wirklich das umsetzt, was du dir immer wieder vornimmst. Ja, ich wünsche dir für 2024, dass du wirklich deine Ziele umsetzt und dadurch mehr Freude in deinem Leben erfährst. Schlussendlich wollen wir ja alle glücklich sein, Freude in uns erfahren. Und da bedarf es wirklich auch einer Begleitung, dass du das wirklich umsetzt, was du in einem Seminar hörst oder in einem Buch gelesen hast. Ja, schau auf meine Webseiten Kraft in dir und ich würde mich sehr freuen, wenn ich das sein darf. Danke, dass du mir zugehört hast und ich wünsche dir ein wunderschönes 2024. Wie toll das schon klingt, 2024. Herrliches Jahr wird es. Glaube daran. Ich glaube daran. Servus für dich.